Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Silberfeld Games and War. Ich bin der Flo. Wir spielen Kingdom Come in Deliverance. Wir sind in Thalberg angekommen. Letzte Folge haben wir ja erfolgreich das Banditenlager so ein bisschen sabotiert und Herrn Radzig da quasi Bericht erstattet. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu Herrn Divisch und fragen ihn natürlich um Unterstützung. Wir brauchen mehr Männer. Wir brauchen die Männer von Thalberg. Wo ist denn der Gute? Hier scheint er nicht zu sein. Ist er vielleicht oben? Ja, Herr Divisch. Nee, können wir auf die Karte gucken. Dann könnte hier drin sein. Ah ja. Oh. Naja, was soll's. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Herr Ratze schickt mich mit einer wichtigen Nachricht. Er bittet um Verstärkung. Er braucht mehr Männer? Was ist passiert? Die Banditen und Kumanen haben in Pribislawitz ein Lager errichtet und führen etwas im Schilde. Herr Ratzig will sie angreifen, hat aber nicht genug Männer. Immer mit der Ruhe. Erzähl mir alles von Anfang an. Ich konnte das Lager der Banditen ausfindig machen, die Neuhof überfielen. Es ist kein gewöhnlicher Haufen von Schurken, sondern eine kleine Armee in einer befestigten Anlage. Ich weiß nicht, was sie im Schilde führen, aber sie bereiten sich auf irgendetwas vor. Herr Ratzig will sie vernichten, bevor sie zuschlagen. Es ist also schlimmer, als ich dachte. Herr Ratzig hat recht. Wir sollten handeln, ehe es zu spät ist. Meine Männer bekommt er. Herr Ratzig meinte, du müsstest all deine Männer aufbieten. Bis auf ein paar für die Burg. Was? Alle? Es sind wirklich viele, Herr Divisch. Herr Ratzig lässt das Lager auch nahezu unbewacht zurück. Wir sollen in Pribislawitz zu ihm stoßen und gemeinsam angreifen. Also gut. Herr Ratzig weiß, was er tut. Ich lasse die Männer antreten und unterstelle sie Hauptmann Robert. Würdest du meine Männer hinführen? Ja, Herr. Möge dir Gott im Kampfe beistehen. So, und damit geht es nämlich auch gleich los. Wir sind jetzt quasi, wir marschieren jetzt mit Hauptmann Robert und den Leuten aus Thalberg direkt quasi hin, treffen uns dann mit Herrn Ratzig und jetzt müssen wir noch beschließen, von welcher Seite wir angreifen müssen. Hatten wir in der ersten Folge ausgekundschaftet, beziehungsweise in der vorletzten Folge, ausgekundschaftet, aus welcher Seite es am besten ist. Und ich hatte mich da ja schon entschieden für die große Brücke quasi, also so eine Art Frontalangriff würde ich es mal jetzt nicht unbedingt nennen, aber. Herr Ratzig! Ich bin froh, dich zu sehen, Hauptmann Robert. Ich hoffe, Heinrich hat dir alles erklärt. Hat er, aber ich kann es kaum glauben. Wer könnte solch ein kampfstarkes Heer aufstellen? Und das direkt vor unserer Nase? Das gilt es herauszufinden. Aber wir erfahren es wohl erst nach der Schlacht. Ja. Wer weiß, wozu sie in ein, zwei Wochen imstande sind, wenn wir sie jetzt nicht vernichten. Ganz deiner Meinung, mein Herr. Wie gehen wir vor? So, Junge, wir haben das Lager fast erreicht. Jetzt müssen wir behutsam vor. Es sind schon einige Männer da. Sag mir, wie es rund um das Lager aussieht, damit ich entscheiden kann, von welcher Seite wir angreifen. Heinrich sieht Herr, da wie so ein Plebs. Das ist eine große Verantwortung. Ich denke nicht, dass ich... Ich habe dir eine Frage gestellt, Junge. Du warst dort und hast alles gesehen, also rede. Es gibt drei Wege ins Lager. Den direkten Weg, dann einen langen Pfad, der durch die Wälder und über ein altes Wehr führt, und einen über eine schmale Brücke, über einem tiefen Graben. Sprechen wir zuerst über den direkten Weg. Klingt nach der einfachsten Herangehensweise. Wie sieht es dort aus? Dieser Weg führt rund um ihre Palisade. Sie ist befestigt und wird bewacht. Wir kämen höchstwahrscheinlich in ein Pfeilhagel. Gut, dass du hier bist, Heinrich. Wir müssen wohl einen anderen Weg nehmen. Was ist mit dem Zugang durch den Wald und über das Wehr? Dieser Umweg durch unwegsames Gelände gefällt mir nicht, aber wenn es die bessere Variante ist. Es ist ein langer Weg durch die Wälder und dort sind Patrouillen. Sie würden Alarm schlagen, bevor wir das Lager erreichen. Dachte ich mir. Was ist mit dem Zugang über die Brücke? Etwas eng für meinen Geschmack. Wenigstens wird's auch mit Regen. Die Brücke ist schmal, aber würden wir sie überwinden, wäre das der beste Ort für einen Kampf. Wir müssten bloß an ein paar Bogenschützen vorbei. Bester Ort für einen Kampf. Aber die Brücke und die Bogenschützen? Das ist keine leichte Entscheidung. Jeder Weg hat Vor- und Nachteile. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet, Herr. Und du wirst entsprechend belohnt werden. Es klingt, als sei die Brücke der beste Weg. Wenn wir schnell sind, haben wir den Vorteil auf unserer Seite. Mit Gottes Hilfe werden wir siegreich sein. Okay. Ich dachte, ich hätte das entschieden oder ich konnte da irgendwie Einfluss drauf nehmen.
Aber anscheinend scheint es nicht so. Ja, Feuertaufe. Ja, unsere erste Schlacht, Leute. Ich freue mich richtig drauf. Also unsere erste größere Schlacht, wo wir nicht alleine kämpfen. Beziehungsweise auch dann mit richtigen Leuten, die zu uns stehen und nicht einfach so ein Überfall am Wegrand, wo wir uns einmischen. Wir greifen von so. Süden aus über die Brücke an. Männer, macht euch bereit. Ich würde sagen, wir nehmen mal noch ein Lazarus-Elixier, wollte ich eigentlich mal noch nehmen. So. Los geht's. Ja, nimm mal den Turnierteil, ist jetzt schief gelaufen, okay. Warum gehen die jetzt da lang? Ich wollte eigentlich nicht als Erster über die Brücke rennen. Zur Brücke, rasch! Los, auf die andere Seite, so viele wie möglich! Auf sie! Und haltet dort die Stellung! Verdammt! Ach, die sind dort über den Fluss gelaufen, okay. Bereit machen zum Angriff! Let's go, let's go! So. Na dann, würde ich sagen, geht's los. Wir sind natürlich auch gut gewaffnet. Das sind auch gleich hier keine Banditen. Aber ihr seht schon, das Positive ist natürlich, wenn wir zu viel kämpfen oder mit zu vielen Leuten kämpfen, dass er sich jetzt hier wegdreht. Aber wir können auch nicht so richtig irgendwie attackieren, ne? Also, so, der ist schon mal hin. Oh, jetzt haben wir einen abgekriegt, aber es geht noch. Oh, nichts mit Rückzug hier. Bleibst da, Freundchen. So, der ist auch hin. Dann haben wir hier noch. Der ist auch hin. Gleich den nächsten. Oh. Das war meiner. Gnade, der ist noch gar nicht tot hier. Bleibt Information. Vorwärts! Los, los, los! Was der hier alles hat, ey. Richtig krass ausgestattet, der Gute. Ne? Nicht schlecht, nicht schlecht, aber wir verpassen jetzt wieder alles. Oh. Was ist ein Gemetzel hier? Aber wir schlagen uns ganz gut, wir haben noch nichts abgekommen. Großartig. Ich brauche hier auch keine Kombos oder ähnliches. Absolut. Oh, war das Herr Ratzig? Ja. Okay. Aber das hier ist ja noch einer. Zack. 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 Der hält aber eine Menge aus. Guck mal, wie oft ich jetzt auf den eingestochen habe, ey. Das geht ja mal gar nicht. Hinter uns sind noch Bogenschützen, sehe ich gerade. Den werden wir gleich helfen. Vorher. Gucken wir hier mal noch schnell rein. Oh, italienische Beckenhaube, klasse. Oh. Gucken, ob wir es jetzt geschafft haben oder nicht. Jetzt kommt so ein bisschen eine Zwischensequenz quasi. Ich glaube, wir können an der Stelle hier schon verloren haben, wenn wir zu viele verloren haben quasi, aber das sieht gut aus. Wir machen jetzt das untere Lager quasi auf, wo die Kumanen drin sind. Ne? Läuft an sich ganz gut. So. Jetzt will ich mich mal hier noch um die Bogenschützen kümmern, die dort hinter mir jetzt quasi standen. Mal sehen, ob die noch da sind jetzt. Aber erstmal müssen wir wieder die Ladeszene überspringen. Okay. Bahne den Weg durch das Kumanenlager. Aufgabe abgeschlossen. Okay. Das heißt, wir waren jetzt noch gar nicht drin. Wir müssen jetzt erstmal durchs Kumanenlager durch. Und danach müssen wir hoch noch zu dem Banditen quasi. Oh, es ist echt krass, wie lange das manchmal so lädt, ne? So. Okay, die sind anscheinend doch weg. Komisch, aber ihr seht, jetzt sind auch schon alle Leichen hier weg, ne? Also. Erstmal, jetzt habe ich hier irgendwie Grafikbugs. Okay. So, Herrn Ratzig haben wir hier. Also, die schaffen das auf jeden Fall locker. Hier ist noch einer.
Kriegt aber hier auch mächtig auf die Rübe, der Tüte. Und den töten wir auch gleich noch. Heinrich macht die Toten kalt, also die schon besiegten kalt. So, die gucken wir auch mal noch schnell rein. Der hier was Interessantes hat. Ja. Boah, 4 Silberringe hat der, Alter. So, wen haben wir jetzt hier noch? Kumane. Greift er gleich mich an, oder was? Was für ein Arsch offen? Oh. Töte den Anführer der Kumane. Welcher war denn das? Oh, guck mal, hier unten geht's ja nach unten. Das habe ich das letzte Mal noch nicht gesehen, wo ich hier drin war. Welcher war der Anführer der Kumane? Das würde mich ja mal interessieren. Ich muss mal ganz schnell hier ein bisschen... Ah, ich kann nichts ins Pferd geben. Okay, das ist auch neu. Jetzt hänge ich hier drin, oder? Und komme nicht wieder raus. Scheiße. Okay, der Anführer der Kumane. Das hätte mich aber interessiert. Welcher das war. Formiert euch! So, sind die Bogenschützen nur noch oben? Kümmert euch um die Bogenschützen! Rasch! Kumane, Waffenknecht. Ich versuch's jetzt mal, ob hier noch Bogenschützen sind. Und ob ich die schnell noch kriege. Aua. Hat mich gleich erwischt, der Güte. Okay, Heinrich kann nicht mehr. Jawohl. Das war's gewesen. Na, jetzt komme ich hier nicht mehr runter. So. Ich würde gerne trotzdem mal den Anführer der Kumanen finden, aber ich weiß nicht, ob der hier irgendwie sonderbar beschrieben ist als Leiche. Den hätte ich ja gerne mal schon geplündert. Aber anscheinend ist mir das nicht möglich. Bin aber auch schon fast überladen. Von daher, egal. Kümmere dich um die Bogenschützen. Aufgabe fehlgeschlagen. Wieso? Ach, da steht noch einer. Und das war wohl meine Aufgabe, alleine die Bogenschützen kalt zu machen, oder was? Hm. Den einen habe ich übersehen, schade. Naja, gut. Stech dir ins Gesicht, mein Freund, und dann war's das gewesen. Da kommt gleich der nächste. Mal kurz zurückziehen hier. Aber Herr Ratzig ist da. Stellst du dich jetzt hier in den Weg? Zack, zack. Ich würde gerne mal den anderen anvisieren, jawohl. Zack. So sieht's nämlich aus. Okay, jetzt haben wir erstmal ihn abgekriegt. Das ist auch so nicht einfach, ne? Aber wir sollten es schaffen. Ich denke, Heinrich mischt hier auch ganz gut mit. Muss ich wirklich mal sagen. Oh, jetzt haben wir auch wirklich eine verpasst gekriegt. Irgendwie visiert er mir immer den... Achso, ich wollte gerade sagen, wer ruft denn jetzt hier Rückzug? Hier, den will ich noch töten. Herr Robert! Okay, ich bin mächtig verletzt. Kann ich eigentlich auch was essen? Nee, aber... Nee. Oh, Heinrich blutet arg. Am Kopf. Jetzt habe ich unseren eigenen Mann getötet. Das wollte ich so nicht. Okay, er lebt noch. Wunderbar. Oh, ich blute wie ein Schwein, ey. Oh, hier ist ja noch einer. Herr Robert. Na gut, ich schaff's auch alleine. Wunderbar. Oh, jetzt bin ich gestorben. Nein! Verdammt, ich bin verblutet. Müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt zurechtschneiden, weiß ich noch nicht. Hm. Das ist ja verdammt ärgerlich. Mal gucken, wo wir jetzt quasi wieder aufnehmen, ob wir jetzt am Anfang der Schlacht stehen oder quasi am Ende. Ich sollte auch nicht so viel looten, das wird nicht viel bringen. Also klar, so ein paar Helme sind halt immer lukrativ, ne? Also eine italienische Beckenhaube werden wir uns auf jeden Fall looten, weil die sind halt extrem gut. Ne? Aber wir sind mitten im Gefecht. Ich höre es noch, glaube ich.
Okay. Also gut, Männer, der Weg ist frei. Töte den Anführer der Kumanen. Gut, aber ich will trotzdem nicht als Erster reingehen. Oh. Bleibt stehen! Okay, dann kümmere ich mich erstmal um die Bogen setzen. Da, lass mich hier raus! So, ich hoffe, das ist jetzt auch eine gute Idee, dass wir uns hier allein um die Bogenschützen kümmern. Sie sind recht leicht. Alter, das war's schon. Oh, da habe ich auch gleich einen Pfeil abgekriegt. Okay, ein Stich und er fällt. Und den haben wir auch gut überwältigt. Dann stehen wir gleich oben. Okay. So, der ist auch hin. Gehen wir aber gleich mal noch weiter. Ach ja, visiert immer gleich den übernächsten. Also den. Irgendwie ist er zu schnell, Heinrich. Jawoll. Na, mit dem hatte ich das letzte Mal auch Probleme. Der hat recht schnell sein Schwert gezogen. Aber gut, das war's. Wunderbar. Kann ich jetzt was essen? Nee, nach wie vor nicht. Ach, verdammt. Das ist schon ein bisschen blöd. Töte die Bogenschützen. Abgeschlossen, jawoll. Habe ich gemacht. So, jetzt gucken wir mal, welchen sie hier als letztes töten, ob das der Anführer der Kumanen dann ist. Weil die Meldung kam jetzt noch nicht. Töte den Anführer der Kumanen. Okay, er muss irgendwo hier liegen. Okay. Gucken wir mal. Kumane. Was ist denn alles? Nur Kumanen hier, oder? Kumane. Hm. So, jetzt wird's hart, ja, das stimmt. Ah, Kumanenanführer, hier ist er. Habe ich nur anhand seiner. Hat aber jetzt auch nicht so besonders. Okay. Gut, wir nehmen mal noch die. Den sein Helm mit, weil die Helme sind halt extrem viel wert, ne? Schwere Lamellen ist noch. Okay, gut. Bogenschützen habe ich ausgeschaltet, das war schon mal viel wert. Wir sind auch aktuell noch gar nicht verletzt. So, ich denke, es ist nicht schlimm, wenn wir hier ein bisschen später kommen. Der will hier gleich mal abhauen. Das ist ein alter Sack oder was? Der ist aber gut. Na gut, jetzt hast du ihm den Rücken zugedreht, das war sehr blöd, mein Freund. So, wir bleiben immer mal hier schön am Rand. Ne, ich will den anderen amüsieren, jawohl. Zack. Und ausmacht. Da habe ich ja jetzt doppelt geblockt, war. Krass. Wo ist denn hier dieser eine, der mich das letzte Mal auch so. Der kämpft nach wie vor noch. Hauptmann Robert. Ah, hier sind die. Oder der. Ich denke mal, das ist auch einer von den Anführern. Du musst echt aufpassen, wen du hier haust, ne? Lasst uns abhauen! Das Lager ist unser! Jetzt nehmen wir die Kirche ein! Hier ist auch so ein Ritter, den nehmen wir noch mit. Den Helm will ich nämlich haben. Guck mal, was der aushält, ne? Du könntest ja von hinten umhauen, das wäre vielleicht sehr hilfreich. So. Nicht Körper aufheben. Nein, ach verdammt. Hinlegen. So. Noch irgendwas Sinnvolles hier? Magdeburger Schulterplatten, na, die nehmen wir mal noch mit. Wir sind sowieso schon mächtig verletzt. So. Kämpft hier immer noch einer, ja. So viele Leute sind aber auch nicht mehr da, ne? Was kommt da jetzt von unten welche? Oh, wo kommen die denn her? Na gut, einer ist schon tot. War's das? Keine Panik! Ihr habt ja keine Rüstung an, meine Freunde. Wo kamen die denn jetzt eigentlich her? Das kann ja dann bloß irgendwie eine Patrouille oder so von unterwegs gewesen sein. Ja, weil die auch sehr leicht quasi. Haut doch ab! Feigen Schweine. Hm, das waren nur Banditen hier. Okay. Okay. Ich glaube, die Tür ist jetzt auf. Da sollten jetzt auch noch ein paar rauskommen. Und dann haben wir auch noch den wichtigsten Mann hier vor uns quasi.
Wenigstens ist Heinrich diesmal nicht verblutet. Irgendeiner hat mich da voll schwer erwischt. Kann auch durchaus möglich sein, dass es ein Pfeil war, oder was? Jawohl. Da ist er, der Gute. Haltet Stand, ihr Hunde! Drängt sie zurück! Okay, Heinrichs Bart hat man sehr schön noch gesehen. Ja, und der will jetzt abhauen. Das können wir natürlich nicht zulassen. Beziehungsweise glaube ich nicht, dass er von hier oben groß abhauen kann, oder? Aber wir haben ihn ja gestellt. Ich werde dich zerstückeln, du Bastard. Hast du schon mal versucht? Ich bin noch hier. Was? Wer zur Hölle bist du? Hast du mich vergessen? Ich dich nämlich nicht. So sieht's aus. Wo ist mein Scheißschwert? Was zum Teufel faselst du da? Welches Schwert? Warte mal. Du bist doch... Leck mich am Arsch. Und ich dachte, die Krähen hätten dich zerpflückt. Du zäher kleiner Mistkerl. Was hast du mit dem Schwert gemacht? Wenn ich an unsere letzte Begegnung denke, war es ein großer Fehler, von dir herzukommen. Sein verfluchtes Schwert! Aber vielleicht hast du ja etwas geübt. Ich hoffe es für dich. Letztes Mal war viel zu leicht. Da kannst du drauf Gift nehmen, mein Freund. Das Schöne ist an diesem Kampf, er hat keinen Helm auf einfach nur. Er hat einfach nur keine Kopfbedeckung. Und das ist sein großer, großer Nachteil. Also das letzte Mal habe ich, glaube ich, nur... Ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster in einen Angriff oder eine Kombo gebraucht. Ein Stich auf den Kopf quasi ins Gesicht und er war tot. So, neue Aufgabe. Töte den Anführer des Banditen. Das Spiel gespeichert, sehr wichtig. Nach wie vor, trotzdem wird es ein harter Kampf. Aber ich, wie gesagt, wir haben den Helm auf. Er hat keine Chance. Im Grunde genommen muss man nur einmal die Kombo durchbringen, die uns Herr Bermuth oder die wir uns beigebracht haben selber. Und die... Okay, wartet mal. Wir machen hier von unten. Okay, er ist wie gesagt auch nicht schlecht. Er kann recht gut parieren. Das ist sein Vorteil. Ja, aber wie gesagt. Er ist auf jeden Fall auch stärker als wir. Das ist erstmal ein großer Nachteil. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal mit Schild gekämpft habe oder ob ich irgendwie schwächer bin. So. Zack, erste Kombo hat gesessen. Verdammte Scheiße. Ja, genau, verdammte Scheiße. Und immer wieder schön aufs Gesicht versuchen. Das Problem ist, wenn wir einen Angriff von oben machen, sind wir halt danach immer recht leicht verwundbar. Deswegen steche ich am liebsten. Zack, nächster Angriff. So. Mann, leck mich da eine Fresse geschissen. Oh, zack. So. Genau, noch nicht richtig erwischt. Jetzt hatten wir keine Ausdauer mehr. Wunderbar geblockt, Heinrich. Super Sache. Da brauchst du nicht knurren. Ach, jetzt hat er uns wieder geblockt. Okay. Aber dagegen bin ich halt zu gut gepolstert oder beziehungsweise gerüstet. Gegen die Angriffe mit die. Ja, gegen die stumpfen Angriffe, wenn er mit seinem Schwert Rücken schlägt. Zack. Und gleich nochmal drauf. Jawoll. Der hat gesessen. Das Gute ist, nach der Kombo bringen wir halt immer einmal aus dem Tritt. Jawoll, und das war's. Habt ihr gesehen, was das jetzt abgezogen hat? Volles Rohr auf seinen Kopf gehauen. Ah, steht eine ganze Menge aus. Das hatte ich echt leicht an Erinnerung, muss ich sagen. Aber ist nicht so dramatisch. So, wir holen uns erstmal kurz. Ja, genau. Das war's. Neue Stärke erreicht. Und oh Mann, verdammt. Du musst gleich nach der Kombo eben
auf seinen Kopf hauen. Und zack. Und dann ist er kurz mal quasi nicht gedeckt. Aber es ist schon hart. Also er hat zwar den Nachteil, dass er keinen Helm trägt, ja. Jawohl, wieder schön geblockt. Und wieder. Das ist der einzige Nachteil, dass er halt stärker ist als wir und uns dann jedes Mal aus dem Tritt bringt. Ja, das meine ich. Voll, der hat auch wieder gesessen. Wenn wir es noch einmal schaffen, denke ich, dann war es das gewesen. Aber es ist auch ein gutes Training, ne? Und ihr müsst auch mal sehen, er hat uns noch nicht einmal erwischt, ne? Wir waren zwar ein bisschen mal außer Puste, weil er uns halt attackiert, aber er hat uns nach wie vor noch keinen Kratzer zugefügt. Wir sind immer noch unverletzt, von daher ist halt sein Problem, dass er keinen Helm trägt. Ach, komm schon. Und das tut uns halt nichts, ne? Jawohl, zack. Und zack, das war's, habe ich doch gesagt. Dreimal getroffen. Sieg für unseren Heinrich. So, jetzt haben wir noch einen schönen Abspann, wie ich finde. Noch einen Schluck nehmen. Sieht ein bisschen cool aus, als wir das gemacht haben, aber... Jawohl. Es ist noch nicht vorbei, du Mistkerl. Wo ist mein Schwert? Was hast du damit gemacht? Wir sehen uns in der Hölle. Was hast du damit gemacht? Nicht schlecht für den Bauernmann. Ich glaube, du vergeudest hier deine Kraft, Junge. Du hast das alleine geschafft? Sehr gut. Toll gemacht. Du überraschst mich. Er war ein Berg von einem Mann. Er war es, der Neuhof überfiel und dein Schwert geraubt hat, Herr. Das dachte ich mir schon. Was hat er dir gesagt? Wenn er noch leben würde, hätte der Henker ihm vielleicht mehr entlocken können. Ja, was soll's? Das kann im Eifer des Gefechts passieren. Wie dem auch sei, wir haben eine Truhe voller Münzen entdeckt. Jemand hat dieses Gesindel wirklich gut bezahlt. Es waren noch ein paar von Sigismunds Barbaren unter ihnen. Ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Wer auch immer das angezettelt hat, muss hohen Ranges sein und wird sich nicht so leicht geschlagen geben. Dieser Wurm war nur ein Bauer. Ich fürchte, du hast recht, Herr. Nun, Junge, so. Das war wohl nicht unsere letzte Schlacht. Das denke ich auch nicht, zumal wir jetzt gleich was sehen werden. Was Komisches. Das ist nur die Anspannung. Lass es ruhig raus. Ich mag Herr Robert. Coole Sau. Nun, lass alles hinter dir. Ein guter Christ sollte sich mit solchen Gräueln nicht belasten. Ich weiß nicht, Herr. Ich möchte das nicht vergessen. Es ist an der Zeit, dass diese Kerle für das büßen, was sie uns angetan haben. Du hast recht, Junge. Doch zuerst müssen wir uns ausruhen. Wir treffen uns später in der oberen Burg von Ratai und entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Und zugegeben,
Du hast dich heute gut geschlagen. Ja, ich denke auch. Ich habe so einige Männer ausgeschalten, habe die Bogenschützen alleine platt gemacht, habe das überhaupt. Ohne mich wärt ihr niemals her. So, wir machen noch nicht kleines aus, weil wir sehen jetzt gleich noch was, was entscheidend für die Story sein wird. Zumindest glaube ich, dass es gleich kommt. Töte die Anführer der Banditen im Kirchturm. Das haben wir abgeschlossen. Ich würde schon mal mich an der Stelle verabschieden und sagen, danke fürs Zusehen. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr mir natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich mega freuen und natürlich auch über einen Kommentar und über ein Abo. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ich bin der Flo. Ich bin raus. Aber das ist jetzt, was ich euch zeigen wollte. So, wir sehen diesen Typen hier. Wir sehen nur den Rücken davon. Es ist Zeit für unseren nächsten Schritt. Überbringe die Kunde. Ja, Herr. So, wir sehen sein Gesicht nicht, aber ich kann mich dunkel erinnern, beziehungsweise wenn ihr euch auch erinnern könnt, schaut mal die erste Folge an. Die allererste Folge im Let's Play, als der gute Heinrich dort das Schwert mit seinem Vater geschmiedet hat, war dieser Mensch, wie auch immer er heißen mag, bei Herrn Ratzig und hat das Schwert mit begutachtet und ist dann weggeritten. Und der scheint hinter der ganzen Geschichte stehen. Also wie gesagt, Leute, ich bin raus.